Jo, Leute. Habe ich dir die Gimme Engineers, aber Vorsicht. Da steht eine extrem blare Sau. Ich hab's befürchtet. Er hat mich einfach runtergeworfen. Leider. Tschüss. Okay, gut, das hätte ich jetzt selber nicht geglaubt, dass es tatsächlich funktioniert, aber... Ja, mein Gott, no. Speichern. Ja. Ah, irgendwo hier muss dieser pennende Typi sein. Okay, gut, das dürfte weiter vorne sein. Voll erledigt. Wo fliegst du hin? Ah, stirb! Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Gut, passt. Fertig. Ich will hier eigentlich nur wissen... Okay, gut, das ist noch ein Stück weiter vorne. Okay, gut. Ich will nämlich dieses Artefakt auch noch haben. Na gut, das ist relativ einfach eigentlich zu holen, wenn man es denn richtig angeht. Also es kann schon auch ziemlich frustrierend sein. Ich erinnere mich da noch sehr, sehr gut daran. Und ein wenig weiter links kämen wir, wenn wir Glück haben. Warum ist denn der schon wieder da? Aber ich nehme ihn gerne mit. Für die Fälle, dass ich ihn brauche. Auch wenn ich von denen schon extrem viel habe. Ich weiß gar nicht, wie viele von denen habe ich eigentlich. Boah, Alter, 17! So alt bin ich nicht mal. Kleiner Spaß. Ich bin 17. Zumindest bald. Also so wie das hier aufgenommen... Also fertig aufgenommen ist, bin ich wahrscheinlich schon... Oder fast 17. So. Jetzt kletter ich noch einmal nach oben, um dann wieder zu erwarten, nach unten zu springen. Ich meine, eigentlich müsste ich bescheuert sein, da nicht hochzufliegen. Stimmt, warum mache ich das eigentlich nicht? Oben. Oh, hier oben liegt auch noch ein Bernsteinmond rum. Habe ich gar nicht bemerkt. Okay, gut. Da unten ist schon wieder einer. So, hier dürfte ich eigentlich noch gar nicht sein. Das ist ein Glitch meinerseits, oder besser gesagt ein Bug,
Okay, gut, das ist auch nicht unbedingt, aber eine Frechheit ist es, dass es geht. Normalerweise, also wer Zelda kennt, der wird dieses Emblem hier sicher schon mal gesehen haben. Es ist nicht zum ersten Mal hier vorhanden. Das gab es in Twilight Princess, in Zelda Ocarina of Time. Allerdings konnte man es da mehrfach auch verwenden. Hier geht es, glaube ich, nur für zwei bestimmte Dinge. Und, ich bilde mir einen in Majora's Mask gibt es auch. Also in jedem 3D-Zelda gibt es auf jeden Fall. Ich meine, die Tiere gibt es sogar in einem 2D-Birdview-Zelda auch. Von den ersten 2D-Zeldas glaube ich eher nicht, dass es gegeben hat. Doch. A Link to the Past und A Link Between Worlds gibt es dieses Item ebenfalls. Ja gut, wir sehen uns dann eh gleich oben wieder. Das ist geil. Das war geil. Nur leider habe ich nur 5 Schuss, das heißt, da muss alles sitzen, wenn ich es haben will. Gut. Jetzt sind es 9 Schuss. Und die letzte kommt, wo ist die? Leute, ich zeige euch ausnahmsweise mal, wie ich jetzt nach oben gehe. Ja, jetzt kann ich endlich mal Dekubinen einsetzen. Du hast eine Dekubine gefangen. Erhitzt man ihr Gift, erhält man eine wirksame Medizin, halte dich von größeren Schwärmen fern. Genau das tue ich jetzt aber mal nicht. Von dem Bienenstock erhält man nämlich auch Bienenlarven. Die sind sogar, soweit ich weiß, ein Material, was man hier bekommen kann. Komm schon, kletter weiter. Das kann man allerdings hier nicht mitnehmen. Und jetzt gehen wir endlich zu diesem schnarchenden Typen. Hat ja lange genug gedauert. Jetzt renne ich aber einfach durch. Ja, das hatte ich befürchtet. Er kann einen mit der Wampe auch runterschmeißen, das funktioniert. Wenn auch aus Interesse gesagt, dass es nicht sonderlich gut funktioniert. Und irgendwann fällt er nieder, schwabbelt noch rum und dann hinterlässt er entweder, sollte man es benötigen, ein Herz oder halt auch einen 20er, wobei mir der 20er ab und an auch nicht ganz so lieb ist, weil meistens dann, wenn die Geldbörse voll ist, dann droppt er natürlich den 20er. Das ist relativ nervig. Komm her. Ist es da oben ein blauer Rubin oder was ist das? Jo. Sieht komisch aus von der Entfernung. Hm. Ja, da sieht man schon, was hier los ist. Alter, sieht ihr den Schweif von dem Kerl an? Huiuiui. Der pennt da ja sehr lange drum. Ach, halt's mal, Fei. Fei, es will keiner wissen und es interessiert auch keinen.
Weil du es uns ja jetzt sowieso, glaube ich, mitteilen wirst. Ja, genau. Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht bisher unbekannte Gebiete entdecken. Aha, da pennt ja einer. Gewitter. Da oben. Das ist ein bisher unbekannter Kühe. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Wie ist der hier hochgekommen? Hey! Alter Schnarchsack, wach mal auf! Nein! Wer stört? Oh, ein Mensch sieht man hier nicht alle Tage. Ich bin ein Einsiedler vom Volk der Kühe und wache über diesen Wald. Ich weiß nicht, wie du es hier je geschafft hast, aber kannst du mich denn auch sehen? Naja, nona nicht. Und das, obwohl selbst die anderen Kühe mich nicht sehen können. Aber sag, was will ein Mensch wie du eigentlich hier? Die Flamme. Du suchst die Flamme für dein Schwert und einen der wichtigen Menschen zu finden. Ein Mensch, der mich sehen kann und nach der Flamme sucht. Versprichst du mir, dass es niemand verrätst, was ich dir nun erzähle? Na gut. Dann verrate ich dir jetzt, was sonst niemand weiß. Die Flamme, die du suchst, man nennt sie Ferrores Flamme. Die Flamme ihres Geschichte beginnt zu jener Zeit, als die Göttin noch unter uns wandelte. Sie vertraute die Flamme dem Wasserdrachen an, der hier im Wald von Firone lebt. Es heißt, die Göttin hätte sie für den den, der vom Himmel kommt, in der Obhut des Wasserdrachens zurückgelassen. Und ich habe das Gefühl, das bist jetzt du. Ich denke, du solltest dem Wasserdrachen einen Besuch abstatten. Der Wasserdrache, der die Flamme hütet, haust im großen See im Süden des Waldes. Das Tor zum See ist allerdings verschlossen, um unwürdige freizuhalten. Aber ich erkläre dir, wie du es öffnen kannst. Auf dem Tor ist ein Symbol. Du musst es mit der Kraft der Göttin erfüllen. Jedoch fehlt ein Teil des Symbols. Du musst es also vervollständigen. Um herauszufinden, wie der fehlende Teil aussieht, musst du dieses Symbol hier irgendwo im Wald finden. Das Gegenstück des Symbols im Süden befindet sich im Norden. Ja, ich weiß, wie es aussieht. Was ist, hast du dir gemerkt, wo das Symbol findest? Ja. Na dann, gute Reise. Warte! Boah, von hinten sieht der Urschi raus. Das habe ich noch vergessen. Der Wasserdrache ist sehr stolz und denkt, er hat auf gute Manieren. Also achte auf dein Benehmen. Wenn er schlecht gelaunt ist, sagen wir mal so, gerade dann hat er Besuch zum Fressen gern. Vergiss nicht, du darfst niemandem verraten, dass ich dir von Ferrores Flamme erzählt habe. Ich bin zu jung, um gefressen zu werden. Und achte auf deine Manieren. Ich gehe wieder schlafen. Fauler Sack. Ja, nachdem wir uns ja jetzt schon was ercheatet haben, ich weiß selber, wie das Symbol aussieht, also wird das hier kein Problem für uns werden. Wie komme ich denn jetzt am schnellsten dorthin? Naja, eigentlich so. Okay, gut, das war ganz falsch. Oh, Monsterkralle. Ja, meins. Ja, die Geschichte mit dem Wasserdrachen ist ein bisschen komplizierter. Ich werde euch noch zeigen, wie man das Tor öffnet. Dann werde ich speichern und dann werde ich hier abzischen. Ich werde dann nämlich schlafen gehen. Also der Part hier... Haust du mal ab. Fall erledigt.
Der Part hier ist einer der, den ich am spätesten von der Uhrzeit her aufnehme. Ich bin schon total kirre. Im Gebiet vom Wasserdrachen selber gibt's relativ viel zu holen. Oh, warte, blauer Vogel. Wichtig. Ja, gerade der muss jetzt am weitesten weg sein. Gerade jetzt muss so ein Gratler wie du daherkommen und mir alles kaputt machen. Egal, davon gibt es einen Baumstamm, auf dem ich mich draufsetzen kann. Beim Sitzen wird man im Übrigen auch geheilt. Alter, sieht aus, als würde der gerade kacken, aber ja. Apropos kacken, ich muss doch mal. Ach ja, das sollte ich euch vielleicht noch sagen. Wer jetzt meint... Ah, den 20er, den kriegt man ja kaum. Man kriegt den. Es gibt noch viel größere Schätze. Ist jetzt kein Spaß, man kriegt wirklich noch viel, viel größere Schätze. Aber dafür braucht man schon den verbesserten Käfer. Weil zum Beispiel da vorne wäre dann noch so ein... Ja, Fall möchte ich jetzt nicht sagen, aber... zählt das? Ja, gut, es zählt. Fall erledigt. Gebiet der meiner Analyse zufolge besteht eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass es sich beim See dort eine Flamme zu finden ist. Kann ich mir auch vorstellen, dass dort eine umhergeistert. Ja, okay, ich sage euch mal, was passiert wäre, wenn ich den Glitch aktiviert hätte. Dann wäre ich hier hochgekommen, wäre hier entlang gelaufen und hier in den See gesprungen. Das hätte mir einen verfrühten Eintritt beschert und ich hätte haufenweise Moos bekommen. Was man hier dann finden kann. Und oh Gott, den Käfer muss ich dringend mal verbessern. So Leute, ich gehe jetzt noch speichern. Ich erzähle euch noch kurz was und dann fertig. Oh, Vogel. Scheiße. Weil die Kamera gezuckt hat, geht Link mit. Deshalb nicht anvisieren, wenn man sowas hat. Weil sonst versaut's die Vieh mal wieder mit Absicht. Gut, passt Leute. Das war's mal wieder. Hobby die Ehre, Gamer Engineers und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der Hölle wieder.